hochwertige Omron-Switches. Ein extrem akkurater Sensor mit 26.000 dpi, drahtlos und dabei sogar noch leichter als die meisten kabelgebundenen E-Sports-Mäuse. Ja, die neue Saber RGB Pro Wireless von Corsair ist schon echt eine Ansage. Ob damit kabelgebundene Mäuse nun endgültig der Vergangenheit angehören, schauen wir uns im heutigen Video an. Ich komme zwar in letzter Zeit nicht mehr sonderlich viel zum Spielen, aber wenn, ist es dann doch meist ein Shooter. Und genau da kommt man um einen 144Hz Monitor, mechanische Tastatur und vor allem eine gute Maus nicht wirklich drum herum. Bei mir und bestimmt auch vielen von euch ist an dieser allerdings ein Kabel dran. Sei es jetzt, weil ihr die geringste Latenz sowie Gewicht haben wollt, oder Angst habt, dass euch mitten im Gefecht der Saft ausgeht. Corsair hat ja gerade, was Mäuse betrifft, so einiges im Repertoire. Was allerdings bis jetzt noch gefehlt hat, ist die Ultraleicht-Version einer drahtlosen Maus. Mit der Saber RGB Pro Wireless hat das Warten aber ein Ende und nimmt man seine neue Maus das erste Mal aus der Verpackung, könnte man schon fast denken, dass im Inneren irgendetwas fehlt. Denn mit gerade einmal 79 Gramm ist diese sogar um 6 Gramm leichter als meine bisherige kabelgebundene Logitech E-Sports Maus. Das Gewichtsargument gegen drahtlose Mäuse ist also schon mal raus. Daraufhin habe ich erstmal den Shooter angeschmissen und schon ging es ordentlich ab mit dem Mäuschen hier. Ich kann euch echt nicht sagen warum, aber gefühlt habe ich mit der Maus einfach keine Eingewöhnungsphase gebraucht. Die Form der Maus passt für mich einfach ziemlich perfekt und liegt dementsprechend gut in der Hand. Genau das ist auch der Grund dafür, warum ihr im Video gerade nur Replays seht. Ich dachte eigentlich, ich muss mich erstmal ein bisschen einspielen, bevor ich anfange, die Aufnahme mitlaufen zu lassen, aber ich habe einfach direkt Sniper-Headshots links und rechts verteilt. Sicher, dass die Maus keinen Aimbot eingebaut hat? Zum Thema Latenz muss ich dementsprechend auch nicht viel sagen. Weil kabelgebunden habe ich die Saber RGB Pro Wireless nie genutzt, sondern immer auf den drahtlosen USB-Receiver zurückgegriffen. Gefunkt wird hier zwischen Maus und Empfänger über 2,4 GHz oder wie Corsair es nennt, Slipstream Wireless, womit stets unter einer Millisekunde Latenz versprochen wird. Sollte einem das letzte Quäntchen an Latenz allerdings mal nicht ganz so wichtig sein, kann die Maus auch ganz normal via Bluetooth genutzt werden. Unter den beiden Maustasten befinden sich, wie bereits eingangs erwähnt, hochwertige Omron-Switches, die bis zu 50 Millionen Klicks abkönnen sollen, und dazu spricht Corsair bei der Saber RGB Pro Wireless auch noch von Quick-Strike-Buttons, was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass zwischen Schalter und Maustaste kein Abstand ist und ihr somit schnellstmöglich reagieren können sollt. Wirft man mal einen Blick auf die Unterseite der Maus, sieht man neben den vier PTFE-Gleitflächen den optischen Sensor mit schlappen 26.000 dpi. In der Corsair IQ-Software kann die Empfindlichkeit ganz präzise in 1 dpi-Schritten eingestellt werden, also egal ob High- oder Low-Sense-Gamer, wirklich jeder sollte hier mehr als zufriedengestellt werden. Etwas überrascht hat mich an der Maus, dass nur eine RGB-Zone vorhanden ist, was ja für Corsair-Produkte, die meist eher mit RGB überhäuft sind, doch eher untypisch ist. Ein Feature, das ich so auch noch nie gesehen habe, ist, dass sich die Maus in IQ sogar auf das jeweilige Mausbett kalibrieren lässt, um egal auf welchem Untergrund immer exakt die gleiche Mausempfindlichkeit zu haben. Hat man dann aber mal alles eingestellt, können die Einstellungen übrigens in einem der 5 Profile direkt auf der Maus gespeichert werden. Der Punkt, der mich die längste Zeit davon abgehalten hat, eine drahtlose Maus zu kaufen, ist aber mit Abstand die Akkulaufzeit. Nach 2 Wochen Daily mit der Maus kann ich sagen,
Akkulaufzeit ist mit der Saber RGB Pro Wireless absolut kein Thema. Ich bin in der Praxis vollkommen problemlos durch eine ganze Woche gekommen. Die 90 Stunden angegebene Akkulaufzeit sind also absolut kein Marketing-Bullshit. Den Einschalter habe ich dabei in der ganzen Zeit übrigens nicht einmal berührt, da sich die Maus ohnehin automatisch mit dem PC ein- und ausschaltet, beziehungsweise nach einer gewünschten Zeitspanne in den Standby-Modus schaltet, um Akku zu sparen. Sind mit dem Release kabelgebundene Mäuse also endgültig Schnee von gestern? Ich glaube zwar selbst nicht ganz, dass ich das jetzt sage, aber ja. Latenz und Akkulaufzeit sind so weit davon entfernt, ein Problem darzustellen, wie man sich's nur irgendwie vorstellen kann, und es ist doch sonst eigentlich eine absolute Set-it-and-forget-it-Lösung. Einmal den Schalter an der Unterseite in die linke Position gebracht, und ab dem Punkt muss man sich über die Maus genauso viele Gedanken machen wie bei einer kabelgebundenen. Gar keine! In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!